Herzlich willkommen zu meinen Andachten für die Adventszeit. Schön, dass Sie dabei sind und wir uns gemeinsam auf die Geburt Jesu vorbereiten. Ich bete, dass diese Andachten für die Adventszeit Ihnen helfen, Ihren Geist neu auf die Verheißungen auszurichten, die Gott für Sie bereithält. Meine Andacht am 10. Dezember zum Thema »Das Geld regiert«. Die Bibelstelle für heute steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 10. Denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Wir befinden uns im Königreich Gottes. Doch wir befinden uns gleichzeitig auch in der Welt. Darum sind wir auch von finanziellen Mitteln abhängig, wenn wir überleben wollen. Egal, ob Sie reich, arm oder irgendwo dazwischen sind, jeder von uns redet wahrscheinlich täglich über Geld. Darum widmet die Bibel diesem Thema auch so viel Aufmerksamkeit. Ob es uns gefällt oder nicht, Geld hat die Macht, Familien, Freundschaften und Träume zu zerstören. Viele von uns arbeiten in einem Beruf, der unsere Umstände längerfristig nicht verbessert, weil wir Angst davor haben, dass es am Ende nicht reicht. Die Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, bleiben dabei auf der Strecke. Geld kann Gutes oder Schlechtes bewirken. Wenn wir vernünftig mit Risiken umgehen, dann kann Geld dazu beitragen, dass Dinge wachsen und aufblühen. Wenn wir andere unterstützen, dann üben wir einen guten Einfluss auf diese Welt aus. Die Folgen solcher Taten werden uns überdauern. Geld kann Gutes oder Schlechtes bewirken. Es kann heilen, aber auch zerstören. Darum setzt sich Gott in seinem Wort ausführlich mit dieser Thematik auseinander. In der Bibel finden wir über 2200 Bibelstellen, die sich mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Die Liebe wird dreimal weniger thematisiert und das Gebet siebenmal weniger. Fast die Hälfte von Gottes Wort befasst sich mit der Thematik des Geldes. Stimmen Sie mit mir überein, wenn ich behaupte, dass dieses Thema für Gott ziemlich wichtig ist? Liebe Freundin, lieber Freund, wenn Sie Ihre Ressourcen für die Zwecke von Jesus einsetzen, dann werden Sie zu einem Teil von etwas Größerem. Sie werden von der Belastung befreit werden, härter arbeiten zu müssen, sich mehr anstrengen zu müssen und alles unternehmen zu müssen, um mehr zu erreichen, indem Sie das, was Sie haben, seinem Willen unterordnen. Wenn Sie ihm Ihre Erstlingsfrucht anvertrauen, dann nimmt Ihre Zuversicht zu. Sie werden vom Mangel befreit und begeben sich an einen Ort, der von seiner ausreichenden Genügsamkeit geprägt ist. Lassen Sie uns beten. Jesus, danke dafür, dass dein Wort mich lehrt, was ich zum Thema Geld wissen sollte. Amen. Noch eine Frage zum Nachdenken für heute. Gewichten Sie Gott höher als Geld? Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Sind Sie morgen wieder mit dabei? Ich freue mich auf Sie. Gott liebt Sie und ich auch. Bis morgen.